Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von meinem Kanal. Es geht weiter mit Sims 400 Baby Challenge. Wieso verkacke ich die Anmoderation zurzeit immer? Mann! Egal. Ihr wisst, wo wir sind. Wir sind hier stehen geblieben. Und unsere gute Melody, die kriegt bald ein Kind. Und eventuell ist es das Kind, das zum Makeover verleiht. Und das wollen wir. Das ist das einzige Wichtige in meinem Leben. Ich habe jetzt übrigens wegen meines privaten Spielstand habe ich den Slice of Life Mod installiert. Und also halt eine deutsche Version. Jemand hat das übersetzt und ich habe das gesehen und ich so. Und ich hatte irgendwie Bock, mehr Personality zu haben. Und deswegen kriegen die jetzt diese Traits, dass die hier so, hey, Sim analysieren. Und ich so. Deswegen. Ich bin sehr ready übrigens. Also ich mag den Mod sehr, sehr gerne. Ich hoffe nur, sollte ich den jemals rausnehmen, dass es nicht mein komplettes Spiel zerstört. Weil ich hatte den schon mal drin und das ist, also mein kompletter Spielstand ist einfach komplett zerschossen worden. Und davor habe ich halt Angst, deswegen hatte ich den lange dann gar nicht drin. Deswegen, aber ich möchte ihn nutzen, deswegen, ja, ist es jetzt Zeit dafür. Merlin ist dabei, hier seine Fähigkeit voll zu machen und er hat es auch schon fast geschafft. Deswegen können wir ihn dann gleich schon altern lassen, weil ich glaube, das ist jetzt ein komplettes Dings. Ja, er ist ready to altern. Ja, ja. Das, ja, ja, ja. So. Und dann hör auf mit dem Kind da irgendwas zu machen und dann Helfenkerzen auszublasen für Merlin. Muss Merlin natürlich aufhören, damit das rumzumachen. Ist halt doof, dass die Zwillinge halt nicht zur gleichen Zeit gealtert werden, aber ja. Und er ist anhänglich. Das heißt, es, also, weil mir wurde geschrieben, dass es ja sein kann, dass er das so viel schneller lernt, weil er unabhängig ist, aber er ist einfach anhänglich. So, deswegen. Keine Ahnung, wieso er das so viel schneller gelevelt hat, aber wir akzeptieren das jetzt. Hallo, kannst du aufhören? Objekt zurücksetzen. Oh mein Gott, Objekt zurücksetzen, bitte. Kannst du hier hingehen? Ja. Okay, und dann, nein, du gehst nicht Haya machen, das ist absolut inakzeptabel, denn du musst deinem Kind helfen zu altern. So, wie viel fehlt ihr denn noch? Ihr fehlt noch relativ viel, also so vergleichsweise, weil sie ist da bei beiden Level 1. Okay, das hat sie fast so, ja, also es sind einfache Sachen, aber trotzdem dauert es noch eine Weile, deswegen können die wahrscheinlich nicht gemeinsam in den Creator Sim. Wie sieht es denn bei euch aus? Das sieht sehr, sehr schön aus. Das sieht auch gut aus und das sieht auch sehr, sehr schön aus. Das gefällt mir doch sehr gut. Nein, ich möchte nicht in ein Restaurant gehen. Alles Gute zum Geburtstag, mein lieber Merlin. Wir freuen uns, dass du da bist. Er ist ein Hundefreund und mental. Die Haare kriegt er nicht, aber an sich ist das, denke ich, eine ganz gute Base. Gut, dann stecken wir den am besten jetzt direkt schon mal in den Create-Sim. Gott, die Wehen. Das ist der Moment der Wahrheit. Hier schlafen. Ah ja, der Moment der Wahrheit ist jetzt gekommen. Wird sie beim nächsten Mal umgestellt werden oder nicht? Ah! I'm ready for it. Wie sieht's? Okay, ich dachte gerade, sie wird normal operiert. Lol. Oh, jetzt hat sie diese Stiefel an. Oh mein Gott. Ein Junge! Noah? Es ist nur ein Kind! Oh mein Gott. Also wird ihr Makeover doch noch nicht jetzt sein. Oh mein Gott, warum? I feel attacked. Oh mein Gott. Müssen wir einfach nochmal warten, bis sie halt weiterkommt. Oh mein Gott, selbst Techtelmechtel. Uff. Xenia scheint ein neues Geschwisterchen zu wollen. Girl, ich weiß ja nicht, ob sie aufgefallen ist, aber du hast gerade ein neues Geschwisterchen bekommen und du hast noch weitere 37. Es ist Nacht in der Stadt. Eigentlich, oh, sie könnte ja mit jemandem ausgehen. Sie ist eh kokett. Sie könnte ja mit jemandem ausgehen und dann muss sie ja nicht zahlen und so und dann können wir da halt ein Techtelmechtel haben. Also, gut, es ist nicht so romantisch, aber eigentlich cool, oder? Wollen wir uns mit Brand Hacking treffen? Oh mein Gott, ich finde das gerade funny.
wir können Brent Hacking irgendwie nicht einladen. Deswegen gucken wir einfach, welches Schnittchen da so sitzt. Alex Kreuz. Na du? Hier. Ah. Er findet's geil. Nice. Und dann fügen wir ihn zur Runde hinzu, weil dann können wir, glaube ich, zusammen hier essen. Ja, er setzt sich mit uns dahin, glaube ich. Wenn wir uns an den Tisch irgendwie setzen. Jo. Tada. Dann können wir ihn ja kennenlernen. So, was kriegen wir denn? Glaube, ein O-Saft klingt ganz gut. Und dann Hamburger für beide einfach. So, ich versuche jetzt, dass die beiden sich knutschen. Und, mua, schön. Können wir einen Bum-Bum-Busch aufstellen? Wahrscheinlich machen. Wir machen einfach. Ist doch egal. Im Busch rumschmusen. Das ist mir zu wenig. Riskantes Rumschmusen. Hallo, warum rumschmusen? In Busch Baby machen, perfekt. Ich meine, die Wartezeit muss ja auch verkürzt werden hier, ne? Bei deinem letzten Liebesabenteuer hat sich herausgestellt, dass Alex ein Alien ist. Was? Schwangerschaftstest bitte. Warum kommt sie da nicht hin? Jetzt mach bitte einen Schwangerschaftstest. Ja! Hit 2 essen. Im McDonald's. Oh mein Gott. Da ist auch schon unser Essen. Nice. Einserschülerin, Einserschülerin, Einserschülerin. Alter, ich liebe euch. Wow. Heute läuft alles einfach. So, ab nach Hause. Dann lassen wir die Kiddies mal altern, ne? Alles Gute, Viola. Du bist die Erste hier im Bunde. Die ist ein Insider. Möchte ganz viel Geld haben. Oh, girl. You're cute. 30 Fenster besitzen, cool. Okay, jetzt bist du am Start. Was geht ab? Und Dämonenkind fehlt noch. Gesellig. Meisterin des Unfugs. Dann mal, ab in den Creator Sim, ne? Das könnte lustig werden. Das Umstyling hat sehr viel länger gedauert als erwartet, deswegen habe ich ganz schön überzogen. Deswegen muss ich jetzt leider schon beenden, obwohl, ja, das normalerweise, naja, ich mache das ja eigentlich nicht, dass es direkt nach dem Creative Sim beendet wird, aber wir haben heute keine andere Möglichkeit dazu und das ist, denke ich, einfach mal okay. Wir akzeptieren es und ja, wir sind auf einem guten Weg, denke ich, und ich freue mich darauf, wie es weitergeht. Ja. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Und...